ihr Lieben, heute soll es wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben. Und zwar habe ich gelesen Berühre mich nicht von Laura Kneidl und Tempting Love von J. Lynn. Das ist der dritte Teil der Tempting Love Reihe. Und ja, wie mir die Bücher gefallen haben, das erfahrt ihr jetzt. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard von J. Lynn. Das ist der dritte Teil dieser Reihe und ich muss sagen, es ist auch für mich der beste Teil dieser Reihe. Dieses Buch war wieder sehr erotiklastig, aber es war auch von der Story her einfach richtig gut und es hat mir sehr gefallen. In diesem Buch geht es um Elena oder Elena Gore und Elena ist Imageberaterin und hat im zweiten Teil quasi als Imageberaterin für den einen Gamble Brother, wie hieß er denn, Chad? Hieß er Chad? Chase? Chad hieß der mittlere, glaube ich. Auf jeden Fall hat sie als Imageberaterin für den einen Bruder gearbeitet und diese Frau hat einfach mal sowas von einem Stock im Arsch. Das geht überhaupt gar nicht. Und ja, Elena Gore hat ein Problem. Sie kriegt immer Drohbriefe und fühlt sich verfolgt und ja, sie hat einfach Angst. Und so tut sie Chandler Gamble, den dritten dieser Gamble-Brüder, anheuern, denn er ist Bodyguard und er ist sehr gut in seinem Job. Und ja, sie tut ihn anheuern, um sie zu beschützen und um herauszufinden, was dann genau eigentlich los ist. Und es ist auch für Chandler kein einfacher Job, denn zwischen ihm und Elena knistert es gewaltig. Und ja, was mit den beiden alles passiert und wer hinter diesen ganzen Drohbriefen steckt und zwischen dem, was alles noch passiert in diesem Buch, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, ich fand das Buch richtig gut. Ich habe sehr viel gelacht in der Geschichte. Das Buch hat mich sehr gut unterhalten. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir die Handlung sehr gut gefallen hat. Sie war hier und da ein bisschen überspitzt, aber das ist ja bei so Erotikgeschichten meistens der Fall, dass die dann irgendwann sehr ins Unrealistische abdriften und ja, das hat mich bei dem Buch aber nicht weiter gestört. Wie gesagt, ich fand es richtig gut von der Handlung her. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte dann gerade das Ende, die Spannung, die sich da nochmal aufgebaut hat und ja, ich fand es einfach nur ganz toll von der Handlung, was die Charaktere betrifft. Elena Gore ist echt eine Frau, die nach außen hin ganz anders wirkt, wie sie eigentlich ist. Denn nach außen hin gibt sie sich wirklich sehr pikiert und sehr, ja, jetzt komme ich schon wieder nicht auf dieses Wort, naja, sehr zurückgenommen und sehr etepetete und ja, tief in ihrem Inneren ist sie aber schon ein kleines, wildes Mädchen, sag ich mal. Sie flucht auch die ganze Zeit ununterbrochen, wenn es niemand mitbekommt und ja, das zeigt sie dann natürlich auch Chandler und er ist davon mehr als begeistert und er findet es toll, sie zu reizen und ihr wahres Ich quasi aus ihr herauszulocken und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand Elena als Protagonistin in diesem Buch richtig interessant und richtig gut, genauso wie ich Chandler einfach nur richtig mochte. Chandler war wieder so ein typisches Alpha Männchen und ja, hat natürlich da auch einen gucken lassen nach dem anderen, was sie betraf und ja, ich fand es einfach richtig gut. Ich fand auch die Dynamik zwischen den beiden richtig gut. Die haben sich nichts geschenkt, die haben sich immer ordentlich gegenseitig eingeschenkt, was für einen als Leser natürlich auch mal richtig witzig war. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns hier wieder in Washington befinden. Die ersten beiden Teile, also der zweite hat auch schon in Washington gespielt, der erste Teil auf so einem Weingut irgendwo und ja, ich mochte das Setting sehr. Ich fand die Beschreibungen der Stadt richtig cool. Ich konnte mir das alles sehr gut vorstellen, aber da habe ich ja bei Jennifer Armentrout eigentlich nie irgendwelche Probleme. Was den Schreibstil betrifft, brauche ich glaube ich auch nicht sagen. Man merkt echt vom ersten bis zum dritten Teil hier in der Tempting Love Reihe, wie Jennifer Armentrout sich entwickelt hat. Ich meine, dass Tempting Love eine der ersten Reihen ist, die sie mit veröffentlicht hat und man merkt hier einfach ihre Entwicklung, die sie gemacht hat mit der Zeit und der erste Teil war ja wirklich nicht so gut. Der zweite war dann schon um einiges besser und der dritte Teil, wie gesagt, ist definitiv der beste Teil der Reihe für mich. Ich mochte ihn sehr. Ich kann nur sagen, dass Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard, ein Buch ist, was mich sehr gut unterhalten hat. Wie gesagt, ich habe viel gelacht in der Geschichte. Ich fand die Spannung richtig gut in der Geschichte. Ich mochte die Charaktere. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden einfach nur toll. Und ja, wenn ihr Lust auf erotische Liebesgeschichten habt, dann schaut euch Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard auf jeden Fall an. Ihr müsst die ersten beiden Teile jetzt nicht zwingend im Vorfeld gelesen haben, um dieses Buch zu lesen. Die Geschichten sind unabhängig voneinander und in sich abgeschlossen. Aber es ist natürlich immer am besten, wenn man die ersten Teile schon kennt, da man die Charaktere schon kennt, die hier noch mit drin vorkommen. Aber es ist kein Muss. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard, ist ein erotischer Liebesroman, der mich sehr gut unterhalten hat und den ich euch, was das betrifft, auch nur empfehlen kann. Und ja, I like. Dann habe ich im Dezember noch das meist gehypteste New Adult Buch in 2017, glaube ich, gelesen. Und zwar Berühre mich nicht von Laura Kneidl. Und ich kann im Großen und Ganzen nur sagen, ich mochte das Buch, ich fand die Geschichte richtig toll, ich mochte den Schreibstil, aber ich verstehe den Mega-Hype nicht, der um dieses Buch gemacht wird. Es gibt andere New Edit-Geschichten, die genauso gut sind und wenn nicht sogar noch einen Tacken besser. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich mochte die Geschichte. Ich fand das Buch auch richtig gut. Ich möchte nie sagen, dass dieses Buch um Gottes Willen nicht gut ist. Und nein, es ist ein ganz, ganz toller Liebesroman. Aber ich verstehe diesen monströsen Mega-Hype nicht, den dieses Buch ausgelöst hat, denn ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal gibt es halt einfach Bücher, die werden extrem gehypt, warum auch immer. Ich muss sagen, dieses Buch ist seinen Hype schon wert, aber es gibt definitiv auch andere New Adult Bücher, die, wie gesagt, mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar noch ein Stückchen besser. In diesem Buch geht es ja um Sage und Sage kommt ganz neu an die Uni nach Nevada. Sie ist quasi einmal quer durch ganz Amerika gefahren, um so weit wie möglich von ihrer Familie wegzukommen und von ihrer Vergangenheit. Das ist aber alles natürlich nicht so einfach, denn man kann seine Vergangenheit ja nicht einfach so hinter sich lassen und Sage merkt sehr, sehr schnell, dass sie doch noch einige Probleme hat und mit dem Ganzen nicht wirklich abschließen kann. Und gerade gegenüber Männern hat sie sehr, sehr große Schwierigkeiten, mit denen klarzukommen und mich jedes Mal vor Angst zu erstarren, wenn sie irgendwie auf einen Typen trifft. Und ja, Sage lernt dann Luca kennen und Luca ist genau das Bildmann, vor dem sie am meisten Angst hat. Und die beiden treffen dann natürlich immer wieder aufeinander und sind gewissermaßen gezwungen, miteinander klarzukommen. Und ja, mit der Zeit merkt Sage dann aber, dass Luca gar nicht so ist, wie er auf den ersten Blick erscheint. Und ob Sage es schafft, ihre Ängste zu überwinden und offener zu werden und ihre Vergangenheit zu bewältigen und hinter sich zu lassen und ihre Freundschaft mit Luca eine Chance zu geben, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Kommen wir als allererstes erstmal zur Handlung. Hier kann ich ja sagen, dass die mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand aber, dieses Buch hatte seine Längen. Gerade am Anfang, so die ersten 200 Seiten waren schon ein bisschen, jetzt nicht unbedingt Kaugummi, aber sie waren ein bisschen langatmig. Also bis dann wirklich die Geschichte in Schwung gekommen ist, bis dann wirklich so das Erste passiert ist, das war schon ein bisschen, ja, hat ein bisschen gedauert. Es ist halt eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird. Es ist halt keine Geschichte, wo es Schlag auf Schlag geht, wo ein Ereignis das nächste jagt, sondern es ist halt, wie gesagt, eine Geschichte, die sehr, sehr langsam beginnt und die sich dann so langsam in der Spannung steigert, wo halt auch das Tempo sehr, sehr zurückgenommen ist und sehr, sehr langsam ist. Also, ihr wisst, ich bin ein Mensch, ich liebe es, wenn ich Turns in den Geschichten habe, wenn ich extreme Spannungsbögen in den Geschichten habe und wenn die Geschichte schnell abläuft und ich da auch ein gewisses Tempo in der Geschichte habe. Das ist aber mein persönlicher Geschmack und deswegen weiß ich, dass ich persönlich deswegen mit dem Buch so meine Schwierigkeiten hatte. Anderen geht es dann natürlich wieder nicht so. Aber wie gesagt, so an für sich war die Handlung wirklich super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Ende war natürlich, wie es zu erwarten war, ein mega Cliffhanger. Aber ich muss sagen, dass ich diesen Cliffhanger schon in 20 anderen New Adult Büchern gelesen habe und dass ich da auch ein bisschen enttäuscht war. Denn es ist so eine typisch, dieses Ende war so ein typisch standardisiertes New Adult Jugendbuch Ende. Also meistens, in den meisten Jugendbüchern geht es nach diesem Ende dann noch weiter. Hier wurde jetzt halt dieser Cut gemacht für den zweiten Teil. Aber es war so eine typische Wendung, die ich schon in 20 New Adult Büchern gelesen habe. Und das fand ich so ein bisschen enttäuschend und so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es ist nicht schlecht gewesen. Aber ich habe es halt jetzt schon, keine Ahnung, 20.000 Mal gelesen. Kommen wir als nächstes zu den Charakteren und hier kann ich ja sagen, dass ich Sage wirklich sehr, sehr mochte als unsere Protagonistin in diesem Buch. Man merkt wirklich ihre Probleme, die sie hat und man merkt auch ihre Entwicklung, die sie in der Geschichte macht, sehr, sehr gut. Und sie ist einfach ein Mensch, mit dem man auch mitfühlt und in dem man sich gut hineinversetzen kann. Was Luca betrifft, ihn mochte ich natürlich auch sehr. Auch ihn konnte ich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Auch die ganzen Nebencharaktere haben mir sehr gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, hatte ich hier absolut überhaupt keine Probleme. Einzig diese Thematik, um die es in diesem Buch geht, sprich was mit Sage passiert ist, finde ich schwierig nachzuvollziehen, wenn man selbst nie in so einer Lage gesteckt hat. Aber das ist, glaube ich, generell so mein Problem. Also es ist hart, was mit ihr passiert ist. Man erfährt es hier schon so scheibchenweise in diesem Buch. Und ja, wie gesagt, wenn man selber nicht so in dieser Situation gesteckt hat, finde ich das schwer nachvollziehbar, ob man sich dann wirklich so verhält. Ich habe aber mich mit ein, zwei Leuten drüber unterhalten, die Ähnliches durchgemacht haben und die haben gesagt, ja doch, es ist tatsächlich so, wie die Autorin das beschreibt und man kann es super nachvollziehen. Und vom Setting her kann ich nur sagen, dass wir hier wieder ein typisches College-Setting haben. Dieses Buch spielt in Bellevue, Nevada, irgendwie wieder so eine kleinere Stadt, wo es halt Colleges gibt und ja, es ist so ein typisches College-Setting, was will ich dazu sagen? Es war gut, es hat mir sehr gut gefallen, es ist alles gut beschrieben worden, es ist, die Orte sind gut beschrieben worden, die Szenen sind gut beschrieben worden, also man kann sich wirklich alles hinterherum sehr, sehr gut vorstellen. Man baut sich diese Stadt so ein bisschen in seinem Kopf zusammen und diesen Campus und das fand ich gut. Kommen wir als letztes noch zum Schreibstil. Ich finde Laura Kneidl ihren Schreibstil richtig, richtig toll. Sie erzählt die Geschichten immer sehr, sehr berührend auch. Also ich kann da wirklich auch mitfühlen. Ich finde, sie schreibt auch sehr romantisch und sehr gefühlvoll und ja, ich mag den Schreibstil einfach. Also ich mochte ihn ja auch bei ihren Jugendbüchern schon, die ich von ihr gelesen habe, und ja, sie hat das da einfach drauf, Geschichten ganz, ganz toll zu erzählen, und gerade so Liebesgeschichten, die ja schon gefühlvoll erzählt werden sollten, das kann sie auf jeden Fall. Ich werde den zweiten Teil Verliere mich nicht auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, ich mochte das Buch, aber ich verstehe diesen mega monströsen Hype nicht, der um dieses Buch gemacht wurde, denn es gibt noch genug andere New Adult Geschichten, die mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Das waren meine 2 zuletzt gelesenen Bücher, und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.